Wie sie so an der Gangway lebt, werde ich wohl nie vergessen. Und dabei gelangweilt gähnt, wie es Stewardessen. Gerne tun sie wollen ihren Kapitänen imponieren. Ich fiel so oft darauf herein. Es reicht ja schon, in meine blauen Augen tief hineinzuschauen. Außerdem bin ich nicht gern allein. Sie hört nicht auf zu pusten, sie betrachtet dabei streng meine Pilotenhosen, diese werden mir zu eng. Seit viel zu langer Zeit erschien keine Flugbegleiterin, auf die ich so schön hier reagiere. Ich sage ihr, dass sie auch mich begleiten darf, da freut sie sich darüber, dass ich keine Zeit verliere. Mit zu mir nach Haus, wir ziehen uns gegenseitig die Uniformen aus. Es ist ja gar nicht viel zu schwer, einen anderen kennenzulernen. Ich fange an, sehr gern alle Haare zu entfernen, die mich beim Kennenlernen stören, die mir nur die Sicht versperren. Nachdem enthaaren ist es nach altem Brauch, üblich sich zu paaren, so machen wir es auch. Sie flüstert, während wir uns küssen, sie wolle alles von mir wissen. Ich verrate lieber nicht zu viel. Ganz zum Schluss, da fragt sie mich, mein Schatz, wie heißt du eigentlich, obwohl sie das nicht wirklich wissen will. Diese tolle Frau, nur ob wir es wiederholen sollen.